An der Kinderuni am KIT wurden die Kinder zu kleinen Zufallsforschern. In einer interaktiven Vorlesung erlebten sie, dass der Zufall nicht immer so funktioniert, wie sie denken. Das erste war, dass wir Daten erzeugt haben, nämlich die Kinder haben alle ihren Geburtstag notiert, also den Tag und den Monat. Und dann sollten sie schätzen, an wie vielen Tagen im Jahr niemand der anwesenden Kinder Geburtstag hat oder genau ein Kind oder genau zwei, genau drei. Und interessanterweise waren die Schätzungen wirklich gut. Ich hatte das zuerst gar nicht gedacht, dass die Kinder das so gut einschätzen. Es ist dann eben so, sie haben sich dann vielleicht ein bisschen verschätzt bei den Dreifachgeburtstagen. Die Schätzung ging teilweise auch sehr weit auseinander. Teilweise haben sich auch gar nicht überlegt, wenn eben vielleicht schon ich 30 Dreifachgeburtstage habe, dass das schon 90 Kinder sind von den 250, die wir ungefähr hatten. Aber sie haben recht gut geschätzt und dann haben wir diese Daten dann ausgewertet und am Ende hatten wir dann die exakte Verteilung. Interessant waren dann eben auch zwei Vierfachgeburtstage. Aber die Chance für mindestens einen Vierfachgeburtstag ist auch deutlich größer als 50%, wenn man eben schon so viele Kinder beisammen hat. Das kann man dann auch mathematisch ausrechnen. Das war das eine. Und das Interessante war dann haben sie sich 10 Ergebnisse eines Würfels überlegt, und zwar ausgedachte Augenzahlen, was der Würfel macht. Und da war es eben so, dass natürlich in der Psychologie man selten geneigt ist, vielleicht dreimal die gleiche Zahl hintereinander zu würfeln. Selbst ein Pasch hintereinander, da spielt sich im Kopf doch was anderes ab. Die Kinder wechseln dann doch leichter. Sie haben nicht so extreme Ergebnisse, dass sie vielleicht zwei Zahlen gar nicht nehmen oder keine 6 dabei ist oder wirklich vielleicht dreimal hintereinander eine Zahl kommt. Aber das produziert der Zufall eben. Dem Zufall ist das völlig egal, ob er 10-mal eine 1 produziert oder vielleicht eine 2, eine 5, eine 6, irgendeine Allerweltsreihe. Sag ich mal, die Chance ist also immer die gleiche, sodass man dann in der Masse viel mehr extreme Ereignisse produziert, als eben die Kinder das im Kopf wahrhaben wollen. Man wünscht sich ja auch eine 6 und insofern waren sehr weniger dabei, die dann bei den 10 Würfen keine 6 hatten. Und dann haben wir eben das Experiment gemacht, dass wir synchron gewürfelt haben und jeder hatte dann eben 10 gewürfelte Ergebnisse. Und dann haben sich doch deutliche Unterschiede gezeigt, eben zu diesen ausgedachten Augenzahlen. Und das ist eben etwas, der Zufall kann sich eben bei uns im Kopf sehr, sehr schlecht abspielen. Wir denken eigentlich immer, was haben wir gemacht? Und der Würfel hat kein Gedächtnis, wenn man ihn lange genug wirft. Dass halt beim Würfeln halt, dass es wirklich halt ein großer Zufall ist, dass der Würfel was anderes würfelt, als man denkt. Wir haben Sachen gemacht über den Zufall halt und haben gelernt, dass der Zufall, dass man den gar nicht beeinflussen kann. Der hat uns erzählt, dass man auch Glück haben kann im Leben. Also wir haben oft gewürfelt und viele hatten einen Zufall, die es eigentlich gar nicht gedacht haben, dass so würfeln. Und der Professor hat uns vieles erklärt, was auch eigentlich interessant war.